Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Kunsteisstadion Sahnpark zur Partie der Eispiraten Krimmitschau gegen die Eisbären Regensburg. Erste Bulli Eispiraten Krimmitschau gegen Regensburg. Das Spiel läuft. Wo kommt die Mitte des Spielfeldes? Jajowski, schöner Pass. Und dann ist es Schneider, der Schmitz hier abhält. Auch hier der Pass unterbunden. Olef, ja, da kriegt er den Puck nicht weg und dann Andrew Jürgen. Olef, Verbeek. Und das war ganz knapp. Möglichkeit nochmal für die Eispiraten. Lässt liegen für Lindberg. Skalzo steht in der blauen Linie. Henry Kaninen. Möglichkeit. Neffin lässt die Scheibe nach außen prallen. Walsh fehlen Zentimeter. Guter Querpass, da ist viel Raum. Und der Treffer für die Eisbären aus Regensburg. Kevin Slezak macht hier das erste Tor der Partie. Wallmann eigentlich ihn völlig alleine lässt in der Position. Beide Defensivspieler hier, sieht man es, orientieren sich gut gesehen auf die falsche Seite. Und dann ist ganz viel Raum für ihn. Und Christian Schneider kann hier nichts halten. Schwer für ihn, da noch was auszurichten. Aber das ist am Ende ein Fehler, der schon vorher passiert ist, nämlich in der Positionierung der beiden Verteidiger, Skalzo und auch Kreuzer. Und rechts sieht man es, läuft er vollkommen allein. Der Mann mit der 81, Kevin Slezak. Zurück an der blauen Linie, jetzt ist es Saponari. Sigmund und Lindberg aus spitzem Winkel, aber Riesentat da von Jonas Neffin. Schöner Pass da über die Bande, Willi Rudert. Rudert mit der Möglichkeit, Neffin jetzt im Nachpassen. Aber gut wegverteidigt, aber das Ganze durchziehen einer Strafe. Schneider da ganz schön aus der Position gekommen. Jetzt wird sie ausgesprochen. Dann war Sörensturm noch in der Lage, die Scheibe heiß zu halten. Schöner Querpass. Und dann Schneider mit einer Riesenparade. Starker guter Pass und dann Schneider mit der Riesenparade. Das war die beste. Saponari mit. Ist gerade Faser mittlerweile dabei. Faser knapp an Neffin vorbei. Ja, Tipp in Versuch richtig gut gemacht. Tobias Lindberg auf Saponari. Eine Minute noch. Balancen. Tor! Jetzt passt er rein. Max Balancen. Der wohl offensiv stärkste Verteidiger. Er hat es angesprochen, schießen, weiterarbeiten, jetzt hat es geklappt. Im Powerplay kann er die Scheibe reinzirkeln an Jonas Neffin vorbei. Für den, muss man sagen, ist es fast schade, denn er hat eine richtig gute Partie gezeigt, aber Max Balancen hat den besseren Schuss parat. Viel Zeit, der Mann mit der 58 und dann rein ins Glück. Und das ist weitaus erarbeitet worden. 5-6 richtig gute Chancen. Entweder Jonas Neffin oder Slezak da was dagegen hat und jetzt hat es endlich gepasst. Die wieder die Scheibe stoppen können. Skalzo hat es da gut gemacht an der blauen Linie. Tor! Powerplay-Treffer von Hayden Verbeek. Schermann mit der 97. Wieder schlägt er zu mit seinem platzierten Schuss. Hier sehen wir es, Kaninen auf Verbeek und er zieht sofort ab und Jonas Neffin ist zum zweiten Mal überwunden. Ja, und er freut sich ganz besonders. Wir haben es oft angesprochen in den Spielen zuvor. Selten hat er getroffen und jetzt, glaube ich, jetzt ist schon der 7. Treffer im 7. Spiel. Also jetzt ist der Knoten geplatzt für den Mann mit der 97. Abgewehrt werden. Ja, da gibt es den eigenen Zusammenstoß der beiden Regensburger. Kaninen und dann Kaninen. Kaninen. Wieder aufs ganze Tor. Die Eispiraten liegen nach, weil die Regensburger sich selber aus dem Rennen nehmen und dann Kaninen und Skalzo, die es nutzen, die erfahren genug sind. Da sieht man es, die Regensburger nehmen sich hier selbst die Möglichkeit und dann Kaninen, Skalzo, Neffin ist geschlagen. Ja, und das ist ähnlich wie den Konter zuvor, vor gut 2 Minuten, aber es ebenfalls Kaninen aufs Skalzo, da verpasst das noch knapp. Tobias Schläger und diesmal macht das richtig, der Eiskaratenkapitän zum 3:1. Tobias Sindberg macht das Spiel schnell, wir werden sehen, der Goldhändler da rüber auf Kaninen. Skalzo wechselt die Seite und dann direkt Abnahme. 5 Minuten sind jetzt gleich noch auf der Uhr, wenn die letzten drei
Sekundargefährlich. Oh, die Möglichkeit da, Schneider. Christian Schneider. Thomas Reichel läuft an. Und mit der 27 setzt sich da gut durch. Reichel. Einmal gegen alle. Nächste Möglichkeit. Neffin muss prallen lassen. Der jetzt den Rückwärtsgang einlegen Nächster muss. Nächster Gegenstoß. Wieder Schneider. Christian Schneider, der sich hier in einen kleinen Raus spielt. Der Pass wird abgehalten. Walsh kann ihn nehmen. Jetzt passt er. Und damit machen die Aspiraten den Deckel drauf hier. Diesmal ist es Henry Kaninen, der Mann mit der 89. Und der wird geherzt, weil man weiß, wie wichtig dieser Treffer war. Dominic Walsh schlägt nochmal rüber. Und dann ist es Henry Kaninen, der passend die Scheibe ins verwaiste Tor der Eisbären Regensburg schickt. Gibt statistisch nochmal ein Powerplay für die Eisbären Regensburg, die jetzt aber die Niederlage hier in Krimmitschau hinnehmen müssen. Die Eispiraten Krimmitschau, sie sichern sich drei weitere wichtige Zähler im Kampf um einen Pre-Playoff bzw. Playoff-Platz